Keine Ahnung, ich meine halt das, weißt du, vorher war das so gewesen beim alten Dashboard. Du hast hier oben deine meistbenutzten Kram gehabt. Dann hat sie hier, was weiß ich, da hat sie dann hier deine Spiele, die du hier an den Screen gemacht hast, die in deiner Bibliothek waren, die da am meisten gespielt hast, also Call of Duty, dies, das, die konntest du dann hier so reinfügen. Dann hat sie hier drunter das da dann eigentlich gehabt, so die Apps, die du benutzt, Browser, PDF-File, war der ganze Scheiß so, ne? Und da war unten drunter noch so eine Sache und den Rest konntest du alles irgendwie deaktivieren. Jetzt habe ich aber hier noch den Scheiß, 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 den. Ey, der ganze Scheiß hier. Da ist so viel Kacke irgendwie, keine Ahnung. Da wird es einem schlecht hier, was da alles angezeigt wird. Vorher hattest du hier zwei, drei Sachen, ja, und jetzt hast du hier lauter Scheiße. Keine Ahnung. Ja, was weiß ich, kann man das irgendwie wegmachen oder so? Mich nervt das irgendwie. Ich weiß, ich habe dann hier oben meinen Kram, dann will ich auf meine Apps, dann musste erst hier ewig da runterklicken und bla und dann hierhin und weiß nicht. Ja, hier so einen Scheiß brauche ich, ne? Was ist das? Spiele mit Landwirtschaftssimulator. Weil ich es jetzt mal gespielt habe, wird mir eine ganze Palette von so einer Scheiße hier angezeigt. Mein Gott, oder hier, weiß ich nicht. Top-Apps, ja, schön. Wenn ich sowas suche oder sehen will, gehe ich in den Scheiß App Store hier. Was weiß ich, für sie ausgewählte Spiele, ja, schön. Hier diese Kacke da, oder was weiß ich hier, Blue Belly, Indiana Jones, was weiß ich, ey. Lauter Kacke halt, das nervt mich übelst.